Hey Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Teil TankX. Dieses Mal befinden wir uns auf der Karte Stille. Weiterhin mit der Banger-Kombination am Start. Meine wunderschöne... wieso spawnst du vor mir? Wie heißt der? Habe ich mich gerade verlesen? Ich wollte schon sagen, der heißt doch nicht wirklich Backofen. Da habe ich mich wohl ganz kurz ein bisschen verlesen. Naja, passiert. Es sind ja zig Container ins... schaut euch mal diesen wunderschönen Panzer hier an. Es sind ja zig Container ins Spiel gekommen. Und es gibt wieder wunderschöne Skins, die mir persönlich gefallen. Beziehungsweise ein Skin-Paket, was mir gefällt. Und zwar Wasp Fire. Vom Skin her genauso wie Donner Diktator, was ich hier gerade schon habe. Nur ganz minimal anders. Wirklich nur ganz minimal anders. Aber ansonsten von den Farben her... Das ist wirklich das komplett dasselbe. Und nur leider. Alter, ich bin hier so am Abgehen gerade. Nur leider will ich das nicht. Nur leider will ich das nicht. Aber wir können ja trotzdem dann mal durch die neue Karte ein bisschen spazieren gehen im Spectator-Modus. Einfach mal ein bisschen gucken. Was da so abgeht, irgendwie will der aber auch nicht raus, ne? Der eine Kollege hier. Der will da nicht so wirklich rausgehen, habe ich das dumme Gefühl. Der steht hier irgendwie die ganze Zeit in seinem Ghost-Modus und macht gar nichts. Na gut, okay, warum nicht? Das ist ja auch egal. Soll mich ja nicht interessieren. Ich sowieso mit der Banger-Kombination einfach mal der beste Spieler ever. Aber natürlich. Nee, ich bin fast Erster. Also da fehlt noch ein bisschen was. Aber wenn ich jetzt noch einmal so einen Run hinlegen könnte. Wäre schon nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall einiges an EP geben. Das wird kein Double mehr, aber alles gar kein Problem für mich und für meine wunderschöne Kombination. Ich habe nur keine Ahnung, warum dieser eine Kollege da mit seiner Hammer unbedingt auf den Diktator gehen will, da er Diktator sowieso ein schwerer Untersatz ist. Aber gut, er wird schon wissen, was er da macht, ne? Wir gehen einfach mal stark davon aus. Die gesamten Container, also... Ganz ehrlich, ich finde solche Farben, so lila Farben, na gut, nicht nur auf die lila Farbe bezogen, sondern generell, es gibt ja hier schon zig Farben in dem Game, was ich natürlich jetzt gut finde, ja. Gut, okay, viele Farben kannst du dir durch die ganzen Container holen, aber es gibt nun mal Container mit Farben, wo du dir so denkst, weißt du, das ist halt so eine Sache, ne, es ist halt so eine Sache, das muss man nicht unbedingt haben. Ja, zum Beispiel diese ganzen einzelnen Farben, ja, rot, grün, schwarz, weiß, das hat einfach gar keinen Nutzen, finde ich. Da finde ich diesen Skin richtig nice, denn hier brauchst du ja gar keine Farbe. Was natürlich sehr, sehr schön ist, das spart mir die Farbe, ja, das ist sehr nice und es sieht ja geil aus. So wie ähnlich wie XT, nur eben geiler, finde ich, ja. Das ist eine viel geilere XT-Kombination. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das scheiße aussieht. Ihr könnt mir nicht sagen, dass dieser Skin hier scheiße aussieht. Der sieht richtig geil aus. Das ist halt auf jeden Fall ein wunderschönes Sammlerstück, ja. Das geht in einem Jahr für 3 Millionen Euro über den Tisch, sage ich euch. Oder auch nicht, je nachdem. Was soll's. Ich bin aber schon Erster, das ist sehr schön. Und meine Kills mache ich auch. Ich habe gerade mal 9, das ist gar nicht mal so viel. Ich hätte gedacht, durch die ganzen Kills, die ich hier schon gemacht habe, bin ich locker schon zweistellig, aber... Da muss ich wohl noch einen Kill hinterher schmeißen. Wo sind überhaupt die Gegner alle hin? Hallo, Leute, wo seid ihr denn? Irgendwie... da, schaut mal. Oh, wie süß, ne Titan. Alter. Moment. Das war aber schon ein bisschen Damage. Holy moly. Na, warte mal. So. Ich weiß noch, in meinem ersten Teil, das war richtig witzig. Nee, da ist keiner. Schade. Ah, doch, da. Da. Da unten. Ja, Mensch, warte mal. Wo ist er denn hingefahren? Wo könnte er denn hingefahren sein? Hallo, wo bist du denn? Hallo. Steht da jemand? Hallo. Lol. Erstmal wunderschön mitgenommen. Jetzt aber du, Gladiator, ne? Du kleiner Schlingel. Du denkst dir doch nicht wirklich. Lol, ich hab den dahinter getroffen. Hä, wieso hältst du so viel aus? Ah, na endlich. Bruder, aber auch mal Zeit. Du kannst doch gar nicht so viel aushalten. So wie ich auf dich raufballer, musst du doch eigentlich schon längst tot sein. Und der heilt sich schon.
Richtige Heilverschwendung, aber na gut. Das ist das Gute, ne? Die Drugs sind alle kostenlos, das finde ich sehr, sehr schön. Boots, 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 kommt mal alle her, kommt mal alle her. Nein, 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 ihr kleinen Schlingel, was wollt ihr denn hier? Was wollt ihr denn von mir, hä? Was wollt ihr denn von mir? Ihr kriegt mich nicht, ich bin schon wieder Dritter. Was los hier? Was los, Mann? Egal, aber eins möchte ich euch natürlich wirklich zeigen, ja, und das ist... Spider-Man! Spider-Man! Und tot ist er. Und zwar die neue Karte von außen und so. Ich bin da mal durchgelaufen, durchgerannt. Oh, sieht das geil aus mit dem Himmel. Sieht das geil aus. Guck mal, wie die Sonne strahlt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Sache. Ja, das sieht wirklich schön aus. Die Lichtstrahlen, guckt euch das mal an. Sieht das nicht wunderschön aus? Ach ja, das fühlt sich so an, als würde ich gerade Minecraft mit Shadern spielen. Nur mit, oh, schon wieder goldene Panzer hier. Das nervt mich. Wenn Leute mit goldenen Panzern antreten, ne, das nervt. Die denken doch nicht wirklich, dass sie irgendwie geil sind oder so. Na, kommt jetzt alle mal her. Kommt mal alle her. Ich warte auf euch. Papa Newster wartet auf euch. So, du da. Ja, was ist mit dir, hä? Was ist mit dir? Was ist da? Was ist denn los, Mann? Was ist denn los mit dir? Komm, noch ein Stück. Double Kill. Und der dahinter, der Kollege, der möchte auch nochmal kassieren. Na gut, ist okay. Ja, na gut, ich kann da auch nicht an ihm vorbei. Ist scheißegal, der Triple, ja, der gehört mir. So, na du Schlingel, sehr schön. Wobei ich jetzt eh drauf gehe, was soll's. Das sind alles meine wunderschönen EP. 200 geschossen und das, obwohl ich im TDM-Modus drin bin. Aber gegen die Banger-Kombination kommt sowieso keiner an, ne? Es gibt nochmal Kombinationen, die haben sich bewährt. Egal, ob in Tanky Online oder Tanky X, das ist völlig egal. Und natürlich immer schön auf der Seite. Ja, immer schön die Seiten beschlagen, der Panzer. Immer, immer auf die Seiten gehen. So, Moment, geh mal runter. Geh mal ganz kurz hier runter. Ich hoffe, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Ja, jawoll. Sehr, sehr schön. Und jetzt kriegt er sogar noch die doppelte... Der ist schon tot, na super. Ich wollte gerade sagen, er kriegt noch die doppelte Portion ab, ne? Aber der ist ja schon vorher gestorben, der kleine Schlingel. Und irgendeiner schießt mich gerade von hinten. Das ist nicht geil. Das ist nicht geil. Aber jetzt schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Diese Sonnenstrahlen, die hier auf diese wunderschöne Karte runterprasseln. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal im Spectator-Modus ansehen. Wenn wir direkt in die Sonne schauen. Soll man ja eigentlich nicht machen, aber hier sind wir mal wirklich böse und machen dies. So, schon wieder eine goldene Easy da, goldene Panzer. Die gibt es hier meines Erachtens nach ein bisschen zu oft, ja. Und ganz ehrlich, goldene Panzer sehen scheiße aus. Genauso wie diese lilane Farbe. Mensch, Mensch, Mensch. Ich war ja echt enttäuscht, ne. Wenn ich da so aus irgendwelchen Sets oder Containern Farben gezogen habe, die einfach an sich scheiße aussehen, aber selten sind. Wo ich mir so dachte, naja, so eine seltene Farbe, die einfach nur so ein komisches Grau ist mit einem klitzeklein dezenten Muster. Ja, das ist jetzt nicht so gerade mein Style. Ich möchte da doch schon eher auffallen wie so ein V. Und das kann ich wahrscheinlich ganz gut mit dem hier. Nice! Die Mine von ihm haben wir auch nochmal gekillt. Das ist sehr schön. Gott sei Dank bleiben die Minen nicht bestehen. Na, ansonsten hätte ich jetzt ein kleines Problem. Aber was soll's? Was ist mit dir? Möchtest du auch drauf gehen? Ja, das finde ich ja sehr schön. Ultra-Kill. Jetzt kommt auf jeden Fall nochmal eine Killstreak. Jetzt kommt eine Killstreak. Die Killstreak muss jetzt kommen. So, wie viel hast du eigentlich noch? Hey. Komm, Killstreak. Jawohl, Mann. Immerhin. Immerhin nochmal die Killstreak geholt. Also, das ist sehr schön. Also, sehr schön. Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt am gegnerischen Team liegt, dass die so schlecht sind. Ich gehe einfach mal davon aus. Wir haben hier auf jeden Fall mit 106 zu 44 einen kleinen Vorsprung aufgebaut. Ich habe natürlich meinen Beitrag dazu beigetragen. Ja, so kann man es mal sagen. Und dementsprechend würde ich einfach mal vermuten, dass das gar nicht mal so schlecht war. Ey, sag mal, Werner, wieso hältst du so viel aus? Wieso hältst du so viel aus da hinten mit deiner Railgun? Kann doch nicht wahr sein, wie oft ich auf dich hier raufschießen musste. Und du lebst einfach noch immer, ne? Jungs, jetzt geh doch mal auf den da. Oh mein Gott, wie mein Panzer aussieht. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, wie ich aussah. Das sah richtig nice aus. Das sah einfach mal richtig nice aus. Nice. So, den nehmen wir nochmal mit. Kommt mal alle ran auf den Meter. Yes, Triple. Triple, Baby. Ja gut, das war's. Wir haben gewonnen. Safe. Ich bin sogar Erster. Ich hoffe, dass ich
einen Container bekomme, beziehungsweise wenigstens Ressourcen. Auch wenn die Ressourcen mir erstmal egal sind, aber man kann sie ja für später mal gebrauchen. Jawohl, ich krieg sogar Ressourcen. Als Einziger aus dem Team, sehr, sehr schön. Ja, das, was ich hier gemacht habe, muss auf jeden Fall belohnt werden, ne? Kristalle sind mir an sich egal, ich habe noch immer über 30.000, also das passt auf jeden Fall. Und zack, das haben wir. DM müsste ich noch machen, das gibt auch ein paar Kristalle, aber wie gesagt, Kristalle sind mir da ein bisschen egal. So, zack, wir schmeißen das jetzt mal raus und jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal auf diese wunderschöne Karte, die Stille, und schauen wir uns noch mal ganz kurz an, wie das Ganze da denn aussieht. Spectate. Einfach nur mal ganz kurz in den Himmel schauen, damit wir das mal gemacht haben. Boah, schaut euch das mal an. Jetzt guckt mal hier. Ich weiß wirklich nicht, wie das dann am Ende aussieht. Aber schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, wie das auf dem Bildschirm beziehungsweise auf die Szene sich so auswirkt. Das sieht richtig schön aus, wenn du das so siehst. Dass dadurch der Bildschirm ein bisschen betroffen ist und du merkst, dass du in die Sonne schaust. Ach, sieht das gut aus. Naja, das Wasser sieht jetzt nicht unbedingt gut aus. Da können wir einfach mal das Ganze festhalten. Wasser in Minecraft sieht besser aus, ja. Aber das sieht schön aus. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die neue Map. Ich habe ja gesagt, dass wir uns die auch eigentlich noch angucken wollen. Und das machen wir jetzt. Schauen wir jetzt die Map mal von oben an und so. Goldbox! Lol. Da fällt sogar eine Goldbox. Eieiei. Ich könnte eigentlich jetzt hier rein, aber ich guck lieber mal selber, wo sie denn fällt. Das war jetzt ein richtig krasser Zufall. Wo ist sie denn? Ich sehe bis jetzt das Goldbox. Da! Da ist die Goldbox. Da war die Goldbox, der kleine Schlingel. Gut, jetzt gehen wir mal ganz kurz raus, denn wir können rausgehen. Schaut euch mal diese wunderschöne Arena von innen an. Und jetzt gehen wir erstmal raus. Gott sei Dank kann man hier raus. So, das Problem ist, ich habe zuerst geguckt, ich wollte so raus. Ich dachte, ich kann hier raus. So, passt mal auf. Hier könnt ihr nämlich nicht raus, ja. Hier geht das nicht, ihr könnt hier nicht durch. Das Witzige ist nur, wenn ihr draußen seid und jetzt hier rein wollt, dann geht das. Aber anders geht es nicht. Also ihr könnt nicht raus, aber rein. Und wenn wir hier so ein bisschen rumgehen, können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Hier die Flugzeuge. Ja, das Ding, da fliegt einfach mal durch die Rakete. Na gut, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber darauf achtet ja an sich ja auch keiner. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Karte hier hinter. Naja, die Texturen, ja, was ist das? Das ist gar nichts, aber das ist ja auch an sich alles nur Spielfläche, die von keinem betreten werden kann. Außer halt eben im Flugmodus hier. Das sieht halt einfach richtig krass aus, ne? So ein Observatorium oder was auch immer das hier darstellen soll. Dann hier so ein Raketenstart-Dingster-Plattform. Und dann, was auch immer das hier sein soll, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Oh, da ist noch was. Das ist so eine kleine Bahn. Ist das so eine Plattform? Was ist denn das hier? Da, 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 da. Können wir hier durch? Ja. Wir können immerhin hier langlaufen. Oder langfliegen, je nachdem. Aber können wir hier rein? Lol. Achso, wir könnten von da. Das ist mir. Ah. Ich hab. Der einzige Baum auf dieser Map ist versteckt. Das ist der ein. Das ist der Baum, der alles. Oh, die Blätter bewegen sich ja sogar. Das ist der einzige Baum, der diese ganze Map mit Sauerstoff befüllt. Und dieser Baum ist hier versteckt. Na super. So, was haben wir denn noch? Gibt's doch bestimmt ein Easter Egg oder sowas. Gibt's doch bestimmt ein Easter Egg. Komm, die müssen sich doch hier irgendwas ein... Da komm. Haben sie sich hier nichts einfallen lassen für ein Easter Egg? Also da ist Rockstar Games besser. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. Hm, schade eigentlich. Naja gut, aber das ist die Karte so mal von außen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Das Observatorium oder was auch immer das hier darstellen soll. Ich habe wirklich keine Ahnung, ja, was das ist, aber sieht halt auf jeden Fall sehr cool aus. So, hier können wir auch wieder durch. Hier können wir doch nicht durch. Hm, interessant. Hier können wir auch nicht. Wir können nur durch die Decke anscheinend durch. Hier geht das gar nicht. Wir können hier zwar überall durch, aber wir können nur hier durch die Decke. Mehr geht nicht. Und hier können wir... Hier kommen wir ja zum Baum, ne? Ja.
Ich habe echt keine Ahnung, warum hier einfach mal so ein Baum steht. Ich weiß es nicht. Ist das hier das Easter Egg? Oder was? Dieser Baum. Nee, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich weiß wirklich nicht, warum hier ein fucking Baum einfach mal so steht. Einfach so. Einfach so. Hier ist gar nichts. Hier ist einfach nur ein Gang, ein Raum und ein Baum. Mehr ist hier nicht. Ist einfach ein Baum. Okay. Ha, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Naja, die Flugzeuge kreisen hier immer um die Map. Und wie gesagt, hier, ne? Hier kann ich rein. Kann ich noch zurück? Ja. Aber, sobald ich drin bin... So, jetzt bin ich drin. Genau, kann ich nicht mehr hier raus. Das geht dann nicht mehr. Man muss man halt immer den Weg über diese Zufahrtsschienen, was auch immer, gehen. Oh Mann, sieht das schön aus. Danger. Ja gut, also das soll es erstmal gewesen sein, ne? Einfach mal die Karte mal so ein bisschen gezeigt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Da hat jemand sein Wiesel hingespritzt, sehr schön. Freut mich ja. Was ist mit dir? Was hast denn du für eine Farbe? Ist das eine Halloween-Farbe? Und was ist das? Es ist eine Halloween-Farbe, ja. Es ist eine Halloween-Farbe. Ja, sehr schön. Was ist mit dir? Viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute die ganzen Karten stalken, statt zu spielen. Aber gut, was soll's, Leute. Macht das Video besseren, ja, und ist ja klar, wir sehen uns im nächsten Teil wieder und ciao.